Als Online-Trader benötigen Sie einen Broker, der besonderen Schutz und umfassendes Training bietet. Active Trades, Ihr neuer globaler Partner im Online-Trading. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Forex-Markt-Update. Heute der Goldpreis im Fokus, beziehungsweise was heißt Fokus? Fokus klingt so akut, ja, als müsste man jetzt dringend etwas tun. Ich denke, man könnte hier im Goldpreis auch eine relativ ruhige Kugel schieben und sich vor allem in Ruhe und besonnen auf die wirklich wichtigen Kursbereiche konzentrieren. Und genau deshalb strebe ich jetzt hier so eine Art Grundsatzanalyse an, dass wir uns erst einmal angucken, okay, womit haben wir es zu tun, wo könnte die Reise hingehen, und danach kann man immer noch selbst entscheiden, wie oder welchen Anlagehorizont man hier im Gold anstrebt, vielleicht auch eine Kombination. Wir schauen uns mal den stark übergeordneten Monatschart an. Hier sehen wir die damalige schöne Dreiecksformation, entstanden zwischen 2011 und 2013, letztendlich dann auch ausgebrochen Anfang 2013. Und interessanterweise wurde das Kursziel erst sehr, sehr viel später erwischt. Ja, mehr als ein Jahr später, hier Ende 2014, relativ genau tangiert hier in diesem Bereich, also rund um die 1.150-Dollar-Marke. Dann kam es zu einem bärischen Fehlausbruch, Kurs kam wieder drüber, letztendlich von oben getestet. Ja, hier letztes Jahr im Dezember, und seitdem geht es wieder aufwärts. Was sagt uns das jetzt? Zunächst einmal scheint von Seiten der Bären her alles erreicht worden zu sein, was erreicht werden sollte. Ja, also das Kursziel hier dieses Dreiecks wurde erreicht, damit könnte die Konsolidierung bzw. die Korrektur auch abgeschlossen sein. Temporär zumindest und in diesem wirklich stark übergeordneten Kontext. Zweite Sache, dieser bärische Fehlausbruch, der letztendlich auch bestätigt wurde, deutet auch in meinen Augen auf eine bullische Entwicklung hin, und dann auch dieses jüngste Hoch, was letztendlich über diesem Unique High, also über diesem Hoch hier von 1324 oder 1325 Dollar lag. Also insgesamt muss ich wirklich sagen, bin ich hier sehr, sehr positiv gestimmt, was die bullische Richtung angeht, aber wohlgemerkt in diesem stark übergeordneten Kontext. Und wenn wir uns jetzt überlegen sollen, okay, wo geht die Reise hin, dann fällt mir eigentlich nur eins ein, also auch im Zusammenhang mit der Ausdehnung hier, mit der Projektionshöhe dieses Dreiecks, dass wir hier dieses ehemalige Ausbruchsniveau rund um die 1650 Dollar noch einmal testen werden. Aber ich denke, das wird noch viele, viele Monate dauern, ist ja aber nicht schlimm. Ja, also wenn wir so weit wie möglich in der Tiefe reinkommen in die ganze Sache, dann denke ich, bestehen hier durchaus sehr, sehr große Chancen, auch daran partizipieren zu können. Der Wochenchart, der zeigt uns ja, dass sich der Kurs gewissermaßen zwischen den Stühlen befindet. Das ist zum einen ein Problem, weil sich in meinen Augen jetzt mittelfristig keine sinnvollen Positionierungsmöglichkeiten ergeben. Zum anderen aber auch positiv, weil man da sich ganz entspannt der Analyse widmen kann. Das ist natürlich immer zwei Seiten der Medaille, die wir hier betrachten müssen. Interessant, vor allem der vermeintliche harte Widerstand bei rund 1305 Dollar und natürlich auch ein entsprechender Ausbruch aus diesem Trendkanal. Ja, wenn es zu einem bärischen Ausbruch kommt, dann natürlich auch die Option bärische Flagge, ja, mitsamt der entsprechenden Kursziele. Primäres Kursziel, Ausdehnung der Flagge, sekundäres Kursziel, der Flaggenstab. So, und das ist natürlich schon eine Wucht. Ja, also wenn es hier wirklich zu einem bärischen Ausbruch kommen sollte, in den nächsten Wochen, am besten auch bestätigt und nachhaltig, dann sehe ich hier diese gesamte bullische Entwicklung seit Ende 2015 hier in Gefahr. Also das wäre einfach die logische Konsequenz, die sich daraus ergibt. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Ich denke, ihr seht das auch, dass wir uns hier natürlich im Wochenchart auf leisen Sohlen so langsam aber sicher an die wichtigen Kursniveaus heranpirschen. Also zusammengefasst relativ entspannt. Ich habe in der kompletten schriftlichen Analyse auf der Website nochmal ein paar Details zusammengefasst, beziehungsweise auch ein mögliches kurzfristiges Setup auf dem H4. Aber das soll sich jeder anschauen, der auch wirklich Interesse an diesem Anlagehorizont hat. Des Weiteren der Hinweis für morgen 19:30 erhalte ich ein Webinar über Active Trades, über Fibonacci und Formationstrading. Ist natürlich kostenfrei, und die Infos dazu, die findet ihr in der schriftlichen Analyse auf meiner Website.
In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Handelstag, einen entspannten Tagesausklang und wir hören uns dann morgen früh wieder. Bis dann, alles Gute, tschüss, euer Peter.